Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grounded. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Lieben, weiter geht's auf unserer Erkundungstour durch die unbekannten Bereiche des Gartens. Mir macht's gerade so viel Spaß, hier die ganzen neuen Sachen zu entdecken. Es kamen von euch auch wieder ein paar Infos und Tipps dazu rein. Zum einen habt ihr geschrieben, hier die Mülltonnen nochmal deutlich genauer da drinnen umgucken und auch außen drumrum alles nochmal deutlich gründlicher absuchen. Ich habe schon wieder einiges übersehen. Dann habt ihr was zum Sandkasten geschrieben, und zwar, dass man da natürlich auf jeden Fall reinkommt, aber nicht von der Seite hier, sondern ihr habt geschrieben von der anderen Seite, irgendwo von da drüben. Jetzt sieht es aus, als wenn da irgendwie eine kleine Bank und hier so ein Picknicktisch erstmal stehen auf den ersten Blick, und da lehnt eine Schaufel. Die lehnt aber irgendwo da hinten, würde ich sagen. Die lehnt nicht hier am Sandkasten, aber von der Schaufel sieht es aus, also jedenfalls auf die Entfernung, als wenn man irgendwie darüber kann. Jedenfalls kann man irgendwie nur von der anderen Seite hier wohl rauf. Von hier hat man irgendwie keine Chance, habt ihr geschrieben, hier reinzukommen in den Sandkasten. Das heißt, wir müssten einmal auf die ganz andere Seite rüber. Aber auch da, habt ihr geschrieben, haben wir noch ordentlich Zeit. Und der Sandkasten wäre im Moment sowieso eine absolute Todeszone. Wir sind dafür noch gar nicht ausgerüstet. Also gucken wir uns erstmal hier um. Und dann habt ihr auch noch ganz wichtig geschrieben, ich soll mal auf die Karte schauen. Und da einfach mal ein bisschen gucken. Und da ist mir was aufgefallen, was mir jetzt erst aufgefallen ist, nach all diesen Folgen. Die Chips, die werden hier drauf angezeigt. Und hier werden auch andere Chips angezeigt. Guckt mal hier oben, im Sandkasten liegt zum Beispiel irgend so ein normaler Chip. Und hier, ach guck mal hier, das muss an der Tisch sein, da liegt auch so ein Chip. Sollen wir mal gucken. Ich glaube, die anderen haben wir schon alle irgendwie. Die goldenen Chips. Ne, guck mal, und ganz hier oben liegt auch noch einer. Das sind alles Bereiche, wo wir noch gar nicht waren. Hier der obere Garten, da liegt auch noch einer im oberen Gartenbereich. So, hier unten ist ja unsere Basis, hier sind wir. Das ist der große Gartenteich. Hier oben auf dem ganzen Stück waren wir ja noch nie da oben drauf. Und hier hinten waren wir noch ganz und gar nirgendwo. Es gibt noch so viel zu entdecken. Okay, ihr Lieben, das heißt, wir können also die Chips hier auch sehen. Da kommen wir aber nicht ran, da kommen wir nicht ran. Bis jetzt kommen wir noch an keinen von denen ran. Aber hier ist der letzte goldene Chip dann irgendwo vom Ameisenlabor. Sehr, sehr gut, dass ich das noch gar nicht gesehen habe bis jetzt. Dass man da die Chips sehen kann. Okay, das heißt, ich habe gesagt, wieder hier rein. Moment, das ist aber nicht unser... Das ist aber nicht, wo wir raufgekommen sind. Wir konnten doch hier irgendwo reinhüpfen, ganz, also direkt wieder auf irgendeine, wo wir halt raufgeklettert sind. Wo sind wir denn hier? Moment, hier hinten sind wir raufgekommen, auf der anderen Seite, ganz hier hinten am Ende. Dann gucken wir uns da drin jetzt nochmal ganz gründlich um, dann gucken wir außen rum. Ich möchte auch unbedingt jetzt hier die Forschungsstation finden, die uns die ganze Zeit schon angezeigt wird. Dann können wir nämlich die Ameisenteile schon mal lernen. Und wer weiß, was wir jetzt noch finden. Mal gucken, dann fangen wir jetzt ganz hinten an. Hier liegt aber auch so viel drin. Gibt so viele Ecken, in die man reingucken kann. Vielleicht sollten wir auch in all die Getränkedosen nochmal reinkrabbeln hier oder so. So, jetzt fangen wir von ganz hinten, von der hintersten Ecke erstmal an. Guck mal, und da liegt schon irgendwas. Das ist auf jeden Fall irgendwas, was wir mitnehmen können. Hot Chachas Süßigkeit. Wir können es zumindest abbauen. Hammer Nummer 2. Ach hier, das ist... Wie die Minzteile. Ja, das ist wie die Minzbrocken. Wo ist das hier? Würziges Stück. So kriegen wir den Bonus Schaf vielleicht dann. Oh, wie gut, Leute. Süßigkeiten liegen hier rum. Alles klar, schon mal wieder noch was Neues entdeckt. Moment, jetzt ganz in Ruhe. Einmal weiter hier Stück für Stück. Haben wir in diesen Becher reingeguckt? Haben wir, ne? Oder? Ich glaube schon. Hier hatten wir reingeguckt. So. Ach, hier liegt auch die Packung davon. Guckt mal. Hot Chachas Süßigkeiten. Okay, da kriegen wir also den Bonus würzig. So, jetzt gucken wir uns hier ganz genau überall. Das gibt's doch nicht, Leute. Das, hier liegt ein goldener Molar mittendrin. An dem ich jetzt eben auch schon mal wieder vorbeigelaufen bin. Guck mal, hier sind wir doch eben lang gelaufen. Gibt's gar nicht. Goldener Molar Nummer. Haben wir schon wieder 4? Ich glaube, wir haben schon wieder 4. 3. 3 goldene und 3 normale. So, jetzt lag hier noch ein goldener dazwischen. Sollten wir eigentlich auch mal die Hotdog brocken? Oder kommt da nur noch vergammeltes Hotdog raus jetzt? Hm. Ne, sind auch noch ein paar normale dazwischen.
paar haltbare Ecken hat es noch gehabt. Die nehmen wir mit. Können wir diese... Das ist doch ein Kartoffelchip. Können wir die nicht abbauen? Nee. Kartoffelchip gibt nichts. Wir nehmen das auch mal aus dem Weg hier. Dann können wir auch ein bisschen besser gucken, wenn die aus dem Weg sind hier auf jeden Fall. So. Okay, Moment. Jetzt kommen wir von hier. Hier hatten wir jetzt das gefunden. Hier oben drauf fliegt nichts. Da unten sind überall nochmal lecker. Da ist noch so eine Süßigkeit. Oh, wie gut, wie gut, wie gut. Die können wir ja auch irgendwie dann auf unsere Waffen noch anbringen später. Da weiß ich auch noch gar nicht, wie das geht. Bis jetzt hat man noch nie eine Anzeige dafür, dass wir irgendwie... So. Beim Aufwerten, dass wir unsere Waffen irgendwie mit Spezialeffekten versehen können. Aber es kommt bestimmt noch. Wir müssen ja auch zu Burger. Wir haben ja noch den nächsten goldenen Chip wieder. Das heißt, bevor wir den letzten goldenen Chip einsammeln, würde ich am liebsten vorher natürlich einmal zu Burger. Was hast du denn dabei? Bestimmt nichts, was wir haben wollen. Nee, du hast bestimmt nichts, was wir haben wollen. Das sehe ich so schon. Das rieche ich doch von hier schon mit deiner grünen Wolke, dass das nichts ist, was wir haben wollen. So, hier können wir aber nicht irgendwie rein. Dass er mal gleich den Fallschirm nehmen muss. Hier können wir nicht irgendwie rein, aber unter die Bananenschale kommen wir hier noch. Und kommen wir dann vielleicht hier irgendwie reingeschlichen? Nee. Jetzt will ich in jede kleine Ecke gucken. Aber hat sich auch schon gelohnt. Schon zwei so eine Süßigkeiten. Können wir die eigentlich gefahrlos trinken? Ja. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal das Gefühl, dass wir Lebensenergie verlieren, wenn wir diese Gammeltropfen trinken. Aber nee, das geht. So, hier oben drauf aufs Getränkepäckchen. Kommen wir... Nee, die Getränkedose. Guck mal, da oben hängt auch noch eine Raw Science an der Banane. Kommen wir hier raufgeklettert? Kommen wir? Stimmt, die haben wir auch als allererstes schon gesehen. Schon beim Reinkommen. Hallo? Und da oben liegt eine Süßigkeit auf dem Eimer. Wie kommt man da denn rauf? Also auf dem Pappbecher. Wie kommt man da denn rauf? Geh doch mal weg. Du stinkst. Was? Überhaupt nicht. Ich riech nichts, sagt sie. Ja, weil du dich in einem Mülleimer befindest. Da fällt das nicht so auf. Was haben wir hier noch? Billyhocks. Die kann man doch, glaube ich, auch später für irgendwelche Rezepte noch benutzen. So, wie kommen wir denn jetzt... Und hier waren wir da schon drin. Kommt man da überhaupt rein? Man kommt hier rein. Da liegt eine Kassette, noch eine. Guck mal, wir haben jetzt hier allein schon an dem Mülleimer drei Kassetten gefunden. Hören wir wieder rein. Bleiben wir gerade mal hier stehen. Kann man es auch gut lesen. Er ist auch immer so gut. Ob wir den jemals treffen? Ob der auch irgendwo hier geschrumpft im Garten rumläuft die ganze Zeit noch? Muss er ja eigentlich. Wir gehen schon einen Schritt weiter. Ah, Moment, wir haben die nächste Kassette schon gefunden gehabt, ne? Wo seine Präsentation schief ging. Wir haben die in der falschen Reihenfolge, das heißt, gefunden jetzt. Stimmt, die andere Kassette hatten wir auch schon gefunden, wo er gesagt hat, dass es, wo er dann seine Präsentation versucht und es klappt nicht. Ach ja. Ich frag mich echt, ob wir den irgendwann treffen. So, was liegt denn da noch rum? Gammliger Asselhelm? Hier liegt einfach so ein... Gammliger Asselhelm. Ja, eine Assel haben wir ja auch noch gesehen. Die müssen wir auch noch versuchen anzugehen. Gucken, ob wir gegen eine Assel eine Chance haben. Vielleicht brauchen wir aber erst eine Ameisenrüstung. Kriegen wir hier eine gesamte Rüstung zusammen? Hat die Fliege vielleicht eine Rüstung geschleppt? Aber wo sollen denn jetzt hier in den Ecken noch so kleine Stückchen, also diese kleinen Beutel liegen? Die können ja überall liegen. Da liegt ein Helm. Wie cool ist das denn? Was gibt's denn alles in diesem Mülleimer bitte zu finden? Wir kommen hier gar nicht mehr raus heute. Wird eine Mülleimer-Tour. So, jetzt mal, da lag ein Asselhelm. Wenn ihr jetzt da hier die Sachen geklaut habt... Moment, jetzt muss ich dich leider doch abschießen. Wo ist die, die das geschleppt hat? Wir müssen da nochmal rauf. Die eine hat ja auch so ein Asselhelm. Nee, das ist verdorben. Schmeiß das gleich weg. Haben wir eh schon ein paar aufgenommen, vergammelt. Es waren so, glaube ich, unsere Läuse sind abgelaufen. Das alles verrottet.
Sasselhelm, Leute. Kann man hier noch mehr davon finden? Mit Sicherheit, oder? Und wie kommen wir jetzt eigentlich oben auf den Pappbecher rauf? Nicht von... Vom Mülleimer oben. Da hätte ich eben reinspringen sollen, als wir geguckt haben. Das wäre gut gewesen. Da waren wir schon an der richtigen Stelle. Oh, unsere Maske hält nicht mehr lange. Oh, unsere Maske hält nicht mehr lange durch. Nee, wir haben keine... Doch, wir haben eine auf. Aber die ist fast kaputt. Wie repariert man die? Fliegenpelze und grobes Seil. So ein Glück. Fliegenpelze haben wir hier und grobes Seil brauchen wir nur so ein paar von den kleinen Grasbüscheln. Die wachsen hier ja zum Glück. Von den einfachen Pflanzenfasern. So. Ja, keine Ahnung, wo sollen wir denn jetzt nach diesem... Wenn hier der... Wenn, weil es gibt mit Sicherheit den Rest der Asselrüstung dann hier auch. Wenn es einen Asselhelm gibt, gibt es auch eine Asselrüstung. So, jetzt müssen wir also ganz da hinten rüber und da wieder reinhüpfen. Und dann müssen wir uns eben auch noch ein paar Fliegen jagen. Was ist das denn? Hier, guck mal, da ist doch schon eine. Da sind doch schon zwei. Nee, es ist eine. Eine mit ihrer Stinkwolke. Hau jetzt nicht ab hier. Schön ruhig. Die hat das überstanden. Wie? Guck mal, was die hat fallen lassen. Wie kann denn ein so eine Fliege tragen? Und warum bist du so widerstandsfähig, so fleischig? Oh nein, da segelt sie. Mit unseren Pfeilen und ihrer Stinkwolke. Und die hat wahrscheinlich nur das Gammelessen aufgesammelt, natürlich. Okay, holen wir uns drin ein paar Fliegen. Und dann lieber so, dass wir unsere Pfeile dabei auch behalten. Nee, hier nicht. Da! Hallo! Wie gut! Noch eine saure Süßigkeit. Nee, nicht sauer. Scharf. Sind die schon bei süß und saures? Sauer gibt's aber auch, ne? Gibt's nicht auch sauer? Bebüb. Bebüb. Hier könnte auch so ein Asselstück noch liegen. Nee. Oder man kriegt vielleicht auch nur den... Kann vielleicht auch nur... Aber nee, bei der Ameise... bei der Bienenrüstung, bei der Verrotteten, da konnte man auch alle Teile finden. Hier liegt noch eine Minzpackung. Und noch eine Kassette. Jetzt haben wir schon 4 Stück hier gefunden. Taschen sind, glaube ich, auch gleich voll. Höp. Hat sich das schon gelohnt, hier nochmal durch den Mülleimer? Was habe ich alles beim ersten Mal übersehen? Prototyp vollständig. Weniger begeistert hört er sich schon an jetzt. So. Otherwise known as the shrinking machine, I've dubbed it the Spacer. I should get some rest, but the kids are already asleep. Trudy's given up and gone to bed, and I'm eager to find out if all these parts of work were worth it. Everything should be sound, but you never know until you flip the switch. Haben wir noch den Fliegenpelz? Ja. Oh, guck mal, wie schnell unsere Maske runtergeht. Wir brauchen ganz schnell noch einen Fliegenpelz. Da, dich brauchen wir auch noch. Du hast doch wieder so ein Beutelchen in der Tasche. Hat nur einen Fleischklumpen fallen. Wo ist die jetzt hin? Hau jetzt ja nicht ab. Hier geblieben. So, okay, Pfeile. Haben wir jetzt 2 Fliegenpelze, ne? Wir brauchten 2. 2 Fliegenpelze. Wir haben noch mehr als 2 Fliegenpelze. Wir haben 8 Fliegenpelze, weil die gleich mehrere hergeben. Raus, raus, raus. Nicht unbedingt den stinkenden Hotdog. Schnell so ein paar... Oh, hier liegt aber auch überall was rum, was vor sich hin gammelt. Wir können mit Sicherheit die ganze Rüstung noch finden, Leute. Aber jetzt erstmal einmal raus und außen noch um die große Mülltonne rum. Wer weiß, was da noch liegt. Wir können mit Sicherheit die restliche Rüstung hier irgendwo finden. Gucken wir noch einmal kurz hier so ein bisschen ab. Es ist doch schon wieder dunkel. Ne, hier liegt nichts. Zum Glück blinken die auch so ein bisschen. Hier flitzen auch schon wieder überall schwarze Ameisen rum. Müssen doch unbedingt die Teile von denen hier... Ach, Inventar ist voll. Was können wir denn rausschmeißen? Hier ist Fliegenfleisch. Isst mal so ein Stück Apfel. Wir haben auf jeden Fall einiges zu erforschen. Vielleicht kriegen wir sogar neues Hirnschmalz.
Dann schalten wir auch noch wieder die nächsten Sachen frei. Vielleicht endlich mal den Ofen. Wo die auch schon ein paar Sachen müssen wir noch bei Burgle wohl holen. Habt ihr auch noch geschrieben. Da gibt es wohl auch noch ein bisschen was. Rezepte jetzt. Neue wieder. Besonders mit dem neuen goldenen Chip dann ja auch. Ne, Leute, ich glaube, die restlichen Asselteile finden wir jetzt hier so nicht. Wo gehst du denn da hin? Da, wo wir nicht hin können. Unser Hintern ist dicker als der Ameisenhintern. So, einmal raus. Moment, wo ist denn jetzt... Da ist die Mülltonne, auf der wir oben drauf waren, die große. Da soll ich auch mal außen rum gucken. Hol mal hier. Was ist das? Da ist eine Assel, da ist eine Assel, da ist eine Assel, da ist eine Assel. Die hatten wir schon gescannt, ne? Die Assel hatten wir uns schon... Die hatten wir schon gescannt. So, lass mal kurz gucken, was kann die Assel? Wo ist die Assel überhaupt? Da oben, das sieht sehr asselig aus. Kranke Assel ist ein Stufe 3 Tier. Oh, guck mal hier, die, das erste Mal, dass wir irgendwas haben, was... Moment, was sind denn die schwarzen Ameisen? Die, guck mal, die sind auch noch Level 2. Schwarze Kriegerameise und die... Andere sie... Stufe 3. Ich glaube, die können wir noch nicht riskieren. Vor allem wissen wir gar nicht, was die macht. Wir könnten es rausfinden. Könnten die ja von hier oben... Roly-poly rolling in. Da ist sie. Wollen wir das riskieren? Wie viele Pfeile habe ich denn dabei? Viel zu wenig. Es reicht bestimmt nicht, um so eine Assel zu besiegen. 20 normale Pfeile. Wahrscheinlich macht ein Pfeil winzigen Schaden an der Assel. Weil die Schwachstelle ist ja aufbrechen. Vielleicht gucken wir erstmal, was es hier so gibt an der Mülltonne, bevor wir uns mit der Assel anlegen. Und bauen uns vor allem erstmal die... Reparieren erstmal unsere Maske jetzt. Noch ein paar von den einfachen. Hier von denen. Zip. Müsste schon fast reichen. Zeig mal her, reparieren. Achso, wir brauchen nur ein Seil. Ja, dann stell das doch... Kannst du das nicht direkt jetzt herstellen, so hier? Nee, so nicht. Okay. Halt, dann aber so. Yep, ein grobes Seil. Ach, Inventar ist voll, deswegen geht's nicht. Was können wir jetzt endlich mal rausschmeißen hier? Was schmeißen wir jetzt raus? Hier ist einfach nochmal die drei Apfelbrocken. Super. Nimm das. Ah, Gasmaske ist repariert. Raus mit dir. Die behalten wir. Jetzt haben wir nur noch einen Platz frei in der Tasche. Ja, wir müssen dann eigentlich auch erstmal sowieso zurück nach Hause. Forschungsstation. Hier steht doch eine mitten... Ist aber nicht die, die wir beim ersten Mal angezeigt bekommen haben. Oh, hier gibt es auch mal wieder eine Mappe. Erkundung des neuen Labors. Burgle. Es war ein Fehler, dich zu bitten, meine alten offiziellen Protokolle zu entsorgen. Gefeuert zu werden hat wohl noch zu sehr geschmerzt, um klares Denken zu erlauben. Bei der Suche nach Standorten zur Unterbringung unserer Mix-A-Forschung bin ich... Stimmt, die Dinger gibt es ja auch noch. Bin ich auf deine Müllhalde gestoßen und ich muss zugeben, dass mein Blick immer noch etwas verschleiert ist. Die Zeiten waren mal einfacher, alter Freund. Die Zeiten waren mal einfacher. Möge dieses neue Labor ein helles Leuchtfeuer in der Wüste sein. Eine Oase der Ruhe im heißen Sand. Hm. Hört sich schon nach dem Sandkasten an. Noch eine Kassette? Aber wie gesagt, da sollen wir noch nicht rein, habt ihr ja auch gesagt. Sandkasten ist noch nichts. Noch nicht, wir können hier unten noch gucken. Wir haben ja auch noch ein Ameisenlabor. Wir müssen eh vorher nochmal zurück bei Burgle gucken. Können wir echt nebenbei hier trotzdem gucken? Können wir. Und das ist sogar super. So, okay, wir lernen natürlich die Ameisenteile. Schwarzer Ameisenschild, schwarzer Ameisenhelm, Leute. Und Hirnschmalzstufe. Schwarze Ameisenschaufel, Leute. Die brauchen wir bestimmt fürs Kaugummi. Wait, that's it.
Shrink Machine. So, den lernen wir auch. Da gab es jetzt nichts. Okay, und du? Dann können wir schon wieder erstmal nichts lernen mehr. Können wir den Asselhelm nicht lernen. Ameisenschild. Hirnschmalz. Lass mal kurz gucken jetzt gleich, ob wir die Ameisenrüstung schon haben. Und ich habe es nicht mitgekriegt komplett. Herstellen. So, erstmal Waffen. Schwarzes Ameisenschwert. Das könnten wir auf jeden Fall locker schon bauen. Nein, das heißt locker. Wir haben nur ein paar... Hier, von hier fehlt es ein bisschen. Aber wir könnten es auf jeden Fall bauen. Bärenleder haben wir zu Hause. Ist aber auch noch eine Level 2 Waffe. So, was haben wir hier? Die Ameisenschaufel Stufe 2. Könnten wir auch bauen. Dann hätten wir keine Teile mehr von Kriegerameisen. Dann brauchen wir Kriegerameisenteile. Minzpfeil. Ameisenschild. Und das ist gut. Der braucht nur rote Ameisenbrocken noch dazu. Der ist mit Sicherheit viel stärker als die Stufe 2. Der ist mit Sicherheit... Oh, wie gut, Leute. Es gibt einen besseren Schild endlich. Ist das gut. So, und jetzt hier werden aber auch neue Sachen angezeigt. Schwarzer Ameisenhelm. Schwarzer Ameisenbeinpanzer, da ist er schon. Haben wir schon. Schwarze Ameisenbrustplatte. Widerstand. Wo ist denn der Marienkäfer? Plus kritischen Schaden nach Blocken. Mittlere Rüstung. Das heißt, wenn wir blocken... Einfach nur blocken. Wir müssen nicht parieren, steht da. Blocken. Wenn wir blocken, ist der nächste Angriff von uns mit erhöhtem kritischen Schaden. Oh, das hört sich nicht schlecht an. Aber insgesamt ist die auch nicht stärker als die Marienkäferrüstung. Also haben wir noch keine stärkere Rüstung. Jetzt ist es dunkel gefunden. Haben wir hier eigentlich noch was? Oh, wir haben 11.000 Punkte. Scabby-Scanner. Ach ja, da kommt man nach Wissenschaft und nach Scabby-Scannen. Dann werden uns die, dann zeigt er uns die auch an. So, hier hatten wir die Geschütze, Taucherverbesserungen. Da hatten wir aber noch nichts, was sich jetzt lohnen würde. Die Pfeilschaden senkt. Nee. Hier wird's Fressbombenrezept vielleicht nochmal. Aber ansonsten brauchen wir erstmal. Oh doch, hier, das nehmen wir mal mit für die 1500. Verbesserte Tauchlaterne. Kochbuchteich. Oh. Ja, mal gucken, mal gucken. Burgle Quest, oh, wir haben zwei Aufgaben. Rechensteinanhöhe und eine Kleehaube sollen wir herstellen. Nehmen wir eben auch gleich nochmal an. Und gucken wir hier kurz auch rein. Für unsere drei Molare kriegen wir hier noch nichts, weil ich möchte eigentlich dahin als nächstes. Wir können natürlich auch nochmal die Gesundheit erstmal steigern. Wollen die lieber 5 Mutationen haben. Und hier... Oh doch, guck mal, wir könnten nochmal die... Das wäre gar nicht schlecht. Das wäre gar nicht schlecht. Das machen wir nochmal. Ja, das machen wir nochmal. Vielleicht können wir gleich unser Inventar noch ein bisschen umsortieren. Naja, zumindest stapelt einiges noch ein bisschen größer. Haben wir schon mal zwei Plätze frei jetzt. So, lernen können wir hier so schnell nichts mehr. Doch, Moment, das geht schon wieder. Wie schnell lädt das denn auf? Ist das gut? Pusteblumen-Schirmchen. Achso, ich wollte also, nee, das, ich war mit dem Mauszeiger auf dem Schirm. Ich wollte sagen, was ist denn nun? Was ist denn das für ein Name für einen Helm? Der heißt doch Asselhelm. Asselhelm, alles klar, den haben wir. Und dann lernen wir den auch noch. Scharfer Pfeil. Das gab nochmal richtig Hirnschmalz für das Lernen von dem Süßigkeitenstück. Okay, Fackel raus. Guck mal, hier hat's Klee. Hier hat's doch Klee. Hier können wir uns ja ein Zelt bauen. 3 Klee, 2 Sprösslinge. Sprösslinge standen doch hier eben überall rum. Auf der anderen Seite allerdings. Jetzt hier gibt es wahrscheinlich wieder keinen. Gehen wir in die andere Richtung. Hier gibt es ja sogar Klee. Letztes Mal noch gesucht in der letzten Folge nach einem Zelt. Um ein Zelt bauen zu können hier noch. Jetzt können wir eins bauen. Können wir uns auch hier hinten in der Ecke nochmal einen Spawnpunkt machen. Jetzt erstmal.
Dann sind wir noch näher in der Ecke hier, falls was schief geht. Hier, zwei Sprösslinge brauchen wir doch nur noch. Und dann haben wir schon alles, was wir brauchen. Ja, das waren nur drei Klee, zwei Sprösslinge. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Da, wo das Licht an ist. Super! Könnten wir uns hier sogar noch ein Lagerfeuer hinstellen, aber es reicht erstmal auch, wenn wir das Zelt haben. Essen haben wir ja genug dabei. Dann kommst du einfach direkt hier hin. Yep. Sehr schön. So, wie spät haben wir? Passt perfekt. Wir legen uns hin. Ach, guck mal, jetzt kann man es auch ein bisschen sehen von hier. Dass das eine Sand... Und das daneben steht auf jeden Fall ein Picknicktisch noch. Und es sah aber auch da jetzt aus, wenn die Schaufel nicht an dem Sandkasten lehnt, auf jeden Fall. Scharfer Pfeil. Und ach ja, unsere bessere Laterne. Was haben wir hier noch Neues? Scheiß. Ach, Asselpanzer. Ja, den, ja, mit der Assel können wir uns mit Sicherheit nicht anlegen. Würziges Stückchen. Wir könnten es ja, wir könnten ja vorher speichern und versuchen, ob wir die irgendwie geblockt kriegen, so eine Assel. Und im Nahkampf mit dem Hammer draufhauen können. Könnten es. Wir können ja speichern und es versuchen. Wenn es schief geht, laden wir einfach. Machen wir das einmal. Nur mal zum Gucken, was so eine Assel kann. So. Ist noch ein. Und ist noch eine Laus obendrauf. Super. Die war ja jetzt hier vorne nicht weit weg. Stück zurück, nur um die Ecke. Brauchen wir erstmal schnell noch was zu trinken. Wir haben ja auch unsere Flasche dabei, aber trotzdem. Die will ich eigentlich für dann aufheben, wenn wir keine Tautropfen in der Nähe haben können. Hier, noch einer. Blub. So. Okay, wir machen erstmal hier einen Spawnpunkt trotzdem nochmal rein. Einmal speichern. Ja. Speichern. Und los geht's. Wenn die noch hier vorne rumläuft jetzt. Ich glaube, da ist... Ich sehe sie doch schon. Da ist sie doch schon. Ich schätze, sie ist super, super stark. Die wird super, super stark sein. Aber mit der Ameisenrüstung wären wir ja auch nicht so viel besser dran. Ich glaube, ich habe nicht mal getroffen. Nee, wo habe ich den jetzt hingesammelt? Hier. Ich will aber auch nicht so nah ran. Jetzt ich muss dann mal, oder wir hauen hier erstmal ein paar Grashalme aus dem Weg, dass wir hier Platz haben. Im Notfall flitzen wir auf die... Wir haben ja auch gespeichert jetzt. Das gibt's doch nicht. Blödes Vieh. Jetzt haben wir es erwischt. Oh, es kommt angerollt. Oh, die kam angerollt. Rauf, 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 rauf hier. Ich hoffe, die kann hier oben nicht so weit raufrollen. So wenig Schaden ist das gar nicht. Ist deine Schwachstelle auch das Auge zufällig? Jetzt kommt die doch bestimmt sicher hier rauf. Wow, 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 wow. Wir sollten noch weiter nach oben, wäre ich voll dafür. Da ist sie. Da kommt... Nein! Guck mal, die hat sich geheilt. Ah, das wird nichts. Will ich da auch noch immer in die... Oh, jetzt ist sie hier oben drauf gleich. Wenn ich da auch immer in die Blätter schieße, wird das auf jeden Fall nichts. Man trifft es so auch nicht. Und die kann sich heilen. Und die kann sich heilen. Bleib mal so stehen, kurz. Gar nicht so super wenig Schaden. Wir haben nicht mal den Heckenschützen an, glaube ich. Wir könnten den Heckenschützen noch anmachen. Die Pfeile gehen uns aus. Wir müssen gleich Pfeile einsammeln. Wahrscheinlich heilt die sich dann. Bevor wir unsere Pfeile erfolgreich eingesammelt haben. Oder wir kriegen so einen gleich mit hier. Uah. Da ist auch noch eine schwarze Ameise dabei. Was macht die denn jetzt hier? Oh, die kämpft gegen die Assel. Beziehungsweise sie versucht. Sie wird, glaube ich, gerade ausgenockt. Okay, Leute. Hilft nichts. Haben wir nicht auch noch eine... Ach komm, wir gehen jetzt so. Oh, die Assel lag kurz am Rücken. Oh, die schwarze Ameise hat gar nicht so wenig Schaden gemacht, glaube ich. So viel zu aufbrechen.
Au, 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 au. Ich habe nicht mal unsere volle Rüstung an. Wir haben die Gasmaske auf, wo wir die hier gar nicht brauchen. Setz mal nochmal den Marienkäferhelm auf. Wo bist denn du? Da unten. Au, 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 au. Jetzt ist er eingerollt. Jetzt heilt sie sich, du Ranzvieh. Aber ich glaube, gegen die haben wir keine Chance, Leute. Guck das mal an. Das ist... Oh, wow, 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 das ist ein richtiger Panzer. So eine Assel. Ich häng fest. Oh Gott. Festhängen ist immer ungünstig. Da haben wir mit den Pfeilen aber viel, viel mehr Schaden gemacht. Einmal rum und mit Distel. Aber das macht Laune gerade. Ich würde am liebsten mit dem... Ich hätte mal mehr Pfeile dabei, würde ich das versuchen, die abzuschießen. Guck mal, die beruhigt sich aber auch recht schnell wieder. Die ist jetzt schon wieder gar nicht mehr sauer auf uns. Die sagt ja, sie hat ja auch keinen Grund sauer zu sein, sagt du, weil wir gar nichts machen. Sie sagt, was willst du denn? Deinem komischen Hämmerchen und deinen komischen Zahnstocherpfeilen. Ich habe so eine dicke Panzerung, also das sieht mich gar nicht. Hm, wir haben nur, jetzt haben wir noch ein paar Pfeile verloren. Jetzt haben wir nur noch 20 Pfeile dabei. Hm, das ist schon ein dicker Brocken. Aber mit den Pfeilen waren wir gar nicht so schlecht. Was ist denn die Schwachstelle von der asseligen Assel? Zeig nochmal her, was machst denn du so? Was magst denn du so gar nicht? Ach, scharf. Aufbrechen und scharf. Guck mal, dafür, dass Stechen eine Resistenz ist, machen die Pfeile aber mehr Schaden als unser... als der Hammer. Jetzt die drei Ameisen, wenn wir die irgendwie sauer kriegen. Wir müssen nur die Assel sauer kriegen eigentlich jetzt. Und dann kommen die... Guck mal, jetzt kommen noch mehr Ameisen hierher. Der schiebt die Assel sogar gerade rückwärts. Oh, wenn wir jetzt die hier alle sind, müssen die Assel mal wütend machen. Dann greift die uns an und dann haut sie die Ameisen. Schon passiert. Ich glaube, sie hat die Ameisen schon gehauen. Ich höre schon die Ameisen fauchen. Ja. Guck mal, die Ameisen... Wenn jetzt genauso viele kommen, wie immer kommen, wenn wir angegriffen werden. Da kommen noch mehr, guck mal. Los! Macht die Assel fertig! Ihr seid Ameisen! So eine Assel ist doch gar nichts. Jetzt hat die sich schon wieder geheilt. Wir brauchen eine Soldatenameise. Die machen aber auch ein bisschen Schaden zumindest, ne, die Ameisen. Vor allem ist die jetzt... Die Assel ist jetzt auch gar nicht auf uns konzentriert. Die ist jetzt wirklich mit den Ameisen erstmal beschäftigt. Vielleicht könnten wir einfach runtergehen und unsere Pfeile ein... Guck mal, jetzt haben sie richtig Schaden gemacht. Oh, ist die sauer auf die Ameisen jetzt? Schnell einmal die Pfeile holen. Ja, die kämpft voll gegen die Ameisen. Oh, ist das gut. Wir haben hier National Geographic direkt live. Ameisen gegen Assel. Und geschrumpftes Kind. Man kennt's. Die Reportage mit David Attenborough. So, jetzt haben wir eine Assel, Leute. Mit Hilfe der Ameisen. Vielen Dank. Ihr seid super. Wir müssen euch aber auch trotzdem nochmal jagen später. Jedenfalls eure Soldaten. Und den nehmen wir auch mit. Und die hier, die Gefallenen. Wir sammeln die Gefallenen ein. In der Schlacht Gefallenen. Die werden von uns eingesammelt. So, Leute. Da liegt sie. Eine dicke, fette Assel, die werden wir gleich einsammeln. Beziehungsweise die sammeln wir in der Nähe-X-Folge ein. Dann kann ich die nämlich jetzt gleich noch für einen Screenshot benutzen, die dicke, fette Assel. Wehe, einer von euch frisst die auf. Die ist noch nicht erntereif. Hör auf, nein, der isst die wirklich. Hör auf, unsere Assel zu essen. Okay, Lieben, wir müssen auch zum Ende dieser Folge kommen. Wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.